Willkommen hier im Kunsthistorischen Museum sind wir heute hier in Wien von Pontifex und es beginnen bald die Kartage und das ist ein Thema, was hier im Kunsthistorischen Museum unglaublich zahlreich vertreten ist. Die Kreuzigung, die Passion Christi ist eines der Themen, das Künstler jahrhundertelang beschäftigt hat und ein ganz besonders schönes Beispiel, also wenn man gute Beispiele für sehr anschauliche, sehr symbolträchtige Darstellungen sucht, sind immer die altniederländischen Maler, sprich flämischer Raum, 15. Jahrhundert, perfekt dafür. Und dieses wunderschöne Diptych von hier, das ist unglaublich tief und das möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Denn Kunst wird immer spannender, je mehr man darüber weiß und hier ist wahnsinnig viel zu holen. Ganz kurz vorweg, diese beiden Bildtafeln sind als Diptychon geplant von Hugo van der Goes, das ist der Maler dieses Täfelchens. Das wurde recht früh auseinandergenommen und war dann verstreut in verschiedenen Museen. Und wir haben erst relativ spät herausgefunden, dass es sich hier um eine Einheit handelt. Also ein Diptychon, das sind zwei Bildtafeln, die eben geklappt, aufeinander geklappt werden können. Wie so ein Tragaltärchen, also für die private Andacht, könnte man sagen. Und warum hat es so lange gedauert, herauszufinden, dass das zusammengehört? Deswegen, weil Hugo van der Goes hier in zwei total verschiedenen Stilen malt. Das fällt euch vielleicht auf den ersten Blick nicht auf, aber als Kunsthistoriker, wenn man sich genau jeden Pinselstrich anschaut, fällt einem auf, die linke Bildhälfte ist unglaublich konturiert, ist unglaublich fein, auch fast statisch von ihrer Ausstrahlung. Ja, wir haben die perfekten Körper, wir haben diesen Gestus von dieser jungen Dame, der wie für die Ewigkeit gemacht erscheint und diese perfekt klare, kristalline Atmosphäre. Rechts hingegen totales Gewirr, wahnsinnige Dynamik, wehende Gewänder, dramatischer Gewitterhimmel. Ja, die ganze Bildkomposition scheint uns entgegenzustürzen. Sehr expressionistisch fast vom Duktus. Und das wirkt eigentlich wie von einem anderen Künstler. Aber es muss zusammengehören, auch rein inhaltlich schon. Auf der linken Tafel sehen wir dargestellt den Sündenfall, also Adam und Eva im Paradies. Wunderbare Landschaft. Dieser knackige Apfelbaum in der Mitte, unglaublich plastisch geschildert, jedes einzelne Detail. Wir sehen, der ganze Boden ist übersät mit Blumen, mit wunderbaren Pflanzen. Eine Schwertlilie, die natürlich auch ganz geschickt Evas Scham bedeckt. Denn also geschämt haben sie sich ja noch nicht, bevor sie den Apfel gebissen haben, wissen wir. Insofern müssen sich Künstler für diese Sequenz immer überlegen, wie sie möglichst das verdecken, was zu verdeckt zu sein hat. Also wir haben diese Schwertlinie, wir haben Röslein am Boden und diesen schönen Blick in die Landschaft, blauer Himmel, perfekte, paradiesische, schöne Atmosphäre. Für altniederländische Verhältnisse auch sehr sinnliche Körper. Schönheitsideal ist heute ein anderes. Also das, ich glaube, die würden locker einen Vertrag mit dem Fitnessstudio abschließen können, die beiden. Also der Adam etwas dürr und die Eva mit ihrem vorgewölbten Bauch, der aber dem Schönheitsideal entspricht, weil Fruchtbarkeit quasi das Wichtigste für eine Frau war, das wichtigste Merkmal, deswegen dieser schöne, vorgewölbte Bauch. Und die beiden stehen da mitten in der Landschaft und sind kurz davor, den größten Fehler ihres Lebens zu begehen. Sie sehen, Eva streckt einen Arm aus und greift nach einem Apfel. In der anderen Hand hat sie schon einen Apfel mit Knabberspuren, das heißt, sie ist quasi schon gefallen. Und der Adam schaut so wie ein Unschuldslamm in die Landschaft, aber streckt schon den Arm aus. Das heißt, er hat auch schon Gefallen gefunden an dem, was die Eva hier macht. Unglaublich spannend ein Detail, nämlich die Schlange ist hier keine Schlange, sondern eine Echse mit Frauenkopf. Interessant deswegen, weil es ja in der Bibel heißt, dass es Gottes Strafe für die Schlange ist, dass sie auf den Boden kriechen und Staub fressen muss. Deswegen, so der Künstler, muss sie also vorher Beine gehabt haben oder irgendwie aufrecht gegangen sein. Aber noch spannender als das eben der Frauenkopf. Warum ein Frauenkopf? Bis zur Renaissance war es üblich, auch in der Kunst, das ist natürlich ein Thema, was sehr oft künstlerisch dargestellt wurde, es war üblich, der Eva eigentlich die Hauptschuld an dem Ganzen zu geben, weil sie verführt wird, fällt und dann Adam verführt. Und dass jetzt die Schlange den Frauenkopf hat, das soll keinesfalls eine Dämonisierung von Eva sein, sondern im Gegenteil soll eigentlich diesen inneren Konflikt der Verführung sehr
plastisch ins Bild bringen. Nämlich, und da haben wir jetzt verschiedene Sinnschichten, der Dialog in Genesis ist ja folgender. Die Schlange kommt und sagt zu Eva, stimmt es, dass Gott gesagt hat, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Spricht sie knallharte Lüge, ja, sodass Eva überhaupt erst auf die Idee kommt. Ich meine, die hatten Millionen Bäume, Mangos, Ananas, wer will Äpfel, ja? Aber diese Frage bringt Eva auf die Idee, Gott, vielleicht ist er doch nicht so gut und großzügig wie gedacht. Und sie antwortet darauf, nein, nur von einem Baum nicht. Weil er eben gesagt hat, wir müssen sterben, wenn wir davon essen. Und dann kommt die Schlange, ach Quatsch, nichts da sterben, ganz easy, der lügt euch nur an. Und dann ist dieser Zweifel, der fasst dann Fuß, der wie so ein Samen in Evas Herz. Und dieser Dialog mit der Schlange durch den Frauenkopf wird zu einem inneren Dialog. Ja? Die Frau, die eigentlich, ja, sieht die Schlange fast aus wie Eva. Sie hat nicht ganz diese schönen, fast knielangen roten Haare, aber sieht ihr doch recht ähnlich von der Physiognomie. Und das daraus wird, also aus diesem Dialog mit der Schlange wird so ein inneres Zwiegespräch, was ja bei Versuchungen ganz relevant ist. Lassen wir uns innerlich von den Stimmen in unserem Kopf, lassen wir uns weich kriegen, oder ist die Stimme unseres Gewissens stärker? Zum einen dieses, dass eben hier die Verführung zu so einem inneren Dialog gemacht wird, und zum anderen, dass die Schlange natürlich ganz genau weiß, wie sie die Eva rumbekommt. Sie tarnt sich als ihre Schwester. Ja, Frauen sind ja sehr beziehungsorientiert, auch an der Kommunikation. Da kann man ja auch von der Hirnstruktur, wenn man da Messungen macht, das sind ja ganz andere Areale, die auch in Gesprächen aktiv sind. Und Frauen tauschen sich in einer ganz anderen Tiefe auch aus. Ja, den Adam, den hätte der Teufel nicht bekommen. Männer reden nicht viel. Aber die Eva, ja, dadurch, dass die Schlange sich zu ihrer Schwester macht und ihr Einflüsterungen bringt, erweckt sie quasi ihr Vertrauen, und damit ist es schon fast um sie geschehen. Deswegen der Frauenkopf. Eva greift nach dem Apfel und isst davon, sie wird Adam davon geben, und damit haben die beiden ihr Schicksal besiegelt, weil sie sich ja komplett freiwillig für das Nein zu Gott entschieden haben. Krasses Gegenprogramm auf der anderen Seite. Links das blühende Leben, rechts Tod, Leiden, Schmerz. Was wir hier sehen, ist die Kreuzabnahme, also Jesus Christus gekreuzigt und dann gestorben, und seine wenigen, die ihm noch treu geblieben sind, die es ausgehalten haben unter dem Kreuz, die nicht weggelaufen sind, versammeln sich, um ihn vom Kreuz abzunehmen. Und Nikodemus, der ja im Johannesevangelium einer von den Pharisäern ist, der sich nicht so wirklich traut, zu Jesus zu stehen, der ist jetzt im entscheidenden Moment da. Und der stellt auch sein Grab zur Verfügung, in dem Jesus bestattet werden kann. Wahnsinnig mutig für die damalige Zeit. Wir sehen ihn rechts vorne, kniend. Daran erkennen wir, dass er ein Patriziergewand trägt, diese rote Kappe. Dann die Stiefel, der blaue Mantel. Vor ihm links am Boden liegt ein Fürstenhut, auf dem die Dornenkrone Christi liegt. Das heißt, er bewahrt diese kostbare Reliquie auf seinem Hut, und gleichzeitig trägt er sie als ein Zeichen der Imitatio Christi, ja, wie so eine Krone auf seinem Hut. In der Mitte Jesus Christus, leichenblass, ja, die Wunden schon gar nicht mehr blutig, sondern schon blau angelaufen, Fußspitzen, Hände. Also wir sehen einen Körper, der völlig blutleer ist, leichenstarr, extrem drastisch auch geschildert. Wir sehen auch an den Füßen, wie sich die Wundmale wieder richtig die Haut nach oben gedrückt ist von der Last des am Kreuz hängenden Körpers. Also unglaublich liebevoll, könnte man fast sagen, geschildert die Details des gestorbenen Christus mit seinem unendlichen Leiden, das er getragen hat. Um ihn herum ein Riesenhaufen Menschen. Nach den Evangelien ist es relativ schwer zu rekonstruieren, wer jetzt wirklich alles dabei war. Wir wissen, dass Maria, die Mutter Jesu, auf jeden Fall da war. Wer noch dabei ist hier bei dieser Kreuzabnahme, wir haben links unten Maria Magdalena, schön erkennbar an ihrem besonders schönen Gewand. Wir haben den Jünger Johannes in Rot, der die Gottesmutter Maria stützt, die in voller Schmerz, wir sehen wirklich ihr Gesicht von Trauer gezeichnet, nach vorne stürzt, die fast in Ohnmacht fällt und über dem Leichnam ihres Sohnes die Hände faltet. Von hinten gehalten wird Christus von Josef in Arimathea. Ganz interessant, er wird
Ja, keiner berührt seinen Leichnam, sondern er hat dieses weiße Tuch unter sich gebreitet, was uns eben verweist an das Korporale, was während der Eucharistiefeier ja auch auf dem Altar ausgebreitet ist. Das ist ein ganz schönes Motiv, was in der Malerei immer wieder auftaucht. Die anderen sind alle in tiefer Trauer, ja, jeder ganz individuell in seinem seelischen Ausdruck. Besonders schön die junge Frau, die beide Hände nach oben reißt im Klagegestus, und die beiden anderen jungen Frauen hinten, die eben, was halten sie in den Händen? Sie halten die Nägel. Die Nägel, mit denen Christus ans Kreuz genagelt wurde, die rechte mit dem gelben Gewand küsst einen Nagel, und sie beginnen quasi jetzt schon damit, auch diese Reliquien aufzubewahren und zu verehren und drücken damit eben die Liebe zu ihrem Herrn aus. Die Beweinung Christi. Warum die Kombination mit dem Sündenfall und was ist das Schöne daran, dass das Ganze in einem Diptychon zusammengefasst ist? Nun ja, worum es geht bei der Passion, bei der Kreuzigung, ist die Erlösung, oder? Wieso ist Erlösung nötig? Wegen des Sündenfalls. Das heißt, wir haben hier den Anfang und das Zentrum der Heilsgeschichte zusammengefasst, Adam und Eva, die eben aus der Gnade Gottes herausfallen durch diese Entscheidung gegen Gott, und dann ein Gott, der seinem Volk so weit nachgeht, dass er aus Liebe sogar ans Kreuz geht, um sie zu retten und um ihnen den Weg ins Paradies wieder frei zu machen. Und dadurch, dass das beide zu einem Diptychon zusammengeschlossen ist, ein Diptychon hat ja Buchform, wird also aufeinander geklappt, und wenn man sich mittelalterliche Kodikes anschaut, hat oft ist eine sehr entscheidende Bedeutung, welche Buchseiten einander gegenüberliegen. Und indem dieses Diptychon geschlossen wird, wird die Erlösungstat Christi, er kommt zu liegen auf dem Sündenfall. Auch ganz interessant, dass eben der Körper Christi mehr oder weniger von seiner Diagonale, diesem Griff Evas nach dem Apfel entspricht. Dass die Wunden Christi und sein Todesleiden dem Handeln Evas und Adams hier parallel gestellt wird. Und wunderschön auch, weil Christus ja der neue Adam, der den totalen Gehorsam, also der total im Willen Gottes steht, und Maria als die neue Eva, und Maria, die eben ihre Hände faltet. Und das ist ja ein sehr interessanter Gestus, der aus dem germanischen Kulturraum kommt, dass Vasallen ihrem Lehensherrn als Zeichen des totalen Vertrauens und der Hingabe die gefalteten Hände in den Schoß legen. Und Maria, die ihre gefalteten Hände hier bei dem schlimmsten Schicksalsschlag, der ihr überhaupt zugemutet werden konnte, ja, trotzdem voll Vertrauen ihre Hände über den Leichnam Christi legt und quasi voll Vertrauen ihr Leben dem Willen Gottes quasi anvertraut. Es ist eine wunderschöne Entsprechung zu diesem Handeln Evas, die eben hier aus Angst, Gott könnte ihr etwas vorenthalten, nach dem Apfel greift, eben aus diesem Misstrauen heraus, dass er es doch nicht gut mit ihr meint. Und Eva, und das, was Eva nicht konnte, das gelingt Maria eben bis in den härtesten Schmerz hinein. Auch schön die Schwertlinie hier links, die vor der Scham Evas ist, ein Symbol der Schmerzen Mariens, ein Symbol auch der Passion. Und das ist also eine wunderbare Entsprechung. Maria und Eva, der Sündenfall und der tote Christus. Und die Heilsgeschichte, die hier mehr oder weniger ihre Vollendung findet in der Erlösung Christi, das, was im Sündenfall verbocht wurde, das hebt er auf. Und indem das Diptychon geschlossen wird, bekommt das Ganze eben in visueller, symbolischer Hinsicht eine Realität. Also was hier, obwohl natürlich der Schmerz und die Trauer im Vordergrund steht, werden ja auch von Maria Magdalena angeschaut. Die Frage kommt auf, wie gehst du mit diesem Leiden um? Leidest du mit? Empfindest du auch Schmerz über den Tod? Aber es wird nicht dabei stehen geblieben, sondern das, worum es eigentlich geht, ist die große Freude über das, was er für uns getan hat. Ja, diese große Freude und Gnade der Erlösung, die auch insofern zum Ausdruck kommt, weil wir haben ja links das Paradies. Das Paradies, in dem sich aber schon der Tod andeutet durch das Handeln von Adam und Eva, und rechts eigentlich Tod und Schmerz, das aber ganz eng verbunden ist mit der Rückkehr ins Paradies, könnte man visuell sagen. So auch ein anderer Zusammenhang der beiden Tafeln und diese Freude über die, ja man kann sagen, Rückkehr ins Paradies, die uns jetzt offen stehen, die soll uns begleiten. Und das wünsche ich euch echt jetzt für die kommenden Kartage, dass ihr eben jetzt vielleicht auch durch diese kleine Bildbetrachtung tiefer versteht, worum es geht, was die unglaubliche Dimension dessen ist, was eigentlich in der Bibel in 2-3 Minuten so erklärt wird. Diese Geschichten sind ja nicht sehr lang, aber die Dimension ist gigantisch. Und Künstler wie Hugo von der Goos haben das so tief verstanden. Und das wünsche ich euch, dass ihr das jetzt mitnehmt. Ich wünsche euch gesegnete Kartage, ein frohes Osterfest
und bis zum nächsten Mal.